Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und in dieser Folge werden wir den Kristallturm erklimmen. Und ich würde sagen, wir machen uns wirklich direkt auf den Weg hinauf. Denn ich gehe stark davon aus, dass direkt am Eingang irgendwo zumindest ein Speicherpunkt oder irgendein Portal oder was auch immer sein soll. Don't let a little thing like that to stop you. You do know we can't fly, right? Huch. Manchmal laufe ich so gegen diese Wand, die den nächsten Raum symbolisiert. Und wundere mich so, dass ich nicht weiterkomme. Kennt ihr bestimmt. Guckt, da hinten ist schon ein Tor. Sehr gut. How did we wind up back home? We didn't. Take a closer look. Yeah. It's similar, but not the same. It's old-fashioned, I guess you might say. Das ist ein zerstörtes Neunwaldbergen. Ninewood Hills, this is a real ghost town. Es ist vor allem komplett im Arsch. Das wundert mich am meisten. Das ist doch derbe. Also ich würde an deren Stelle durchdrehen. So, naja, auf jeden Fall werden wir jetzt mal das Tor hier verwenden, um zurückzukommen, und dann gehen wir erstmal ins Zimmer des namenlosen Mädchens und holen uns die restlichen Heldenembleme, die uns noch fehlen. Denn uns fehlen ja doch einige. Und ja, wollen wir bei Schokolade nochmal shoppen gehen? Nö, das brauchen wir eigentlich nicht. Da sind wir ausgestattet, aber ins Zimmer des namenlosen Mädchens müssen wir auf jeden Fall einmal, weil wir haben so viele Heldenembleme, die wir uns kaufen müssen oder sollten. Guten Morgen. Nee, ich wollte eigentlich gar keine Seelen berühren. Ich wollte eigentlich meine Heldenembleme haben. Bitch. Einmal Kristalle eintauschen. Wie viele habe ich? 42. Ja, und wir können Lightning kaufen. Squall. Shelk. Bartz. Cloud. Celeste. Tidus. Und Shentotus. Kaufen wir alle. Zack. Haben wir alle Heldenembleme jetzt. Seelen berühren. Mittlerweile werden die alle ziemlich einfach. Kurs auf die Schatzinsel. Achso, das habe ich schon gemacht. Deswegen ist da ein Sternchen wahrscheinlich. Die mit Sternchen habe ich wohl schon geschafft. Ja. Ist hier denn irgendwas, wo man gegen irgendwas Starkes kämpfen kann? Also, das Interessante wäre halt, wenn man irgendwo vielleicht interessante Miragen fangen könnte. Die reinhaut, aber sagt mir jetzt erstmal nichts. Huch, sorry. Immer diese Dinger, wo man dann aus Versehen wieder auf das raufklickt, wovon man gerade abgehauen ist. Gut, wir haben die Heldenembleme. Mehr wollten wir gar nicht. Jetzt können wir wieder zum Kristallturm zurückkehren. Wir speichern vorher allerdings nochmal ab, damit wir die Heldenembleme auch gespeichert haben. Und wie ihr seht, Neunwaldbergen steht auch immer noch. Das ist wohl nur dort auf dem Kristallturm zerstört. Was auch immer es damit auf sich hat. Ob das eine Zukunftssequenz ist, keine Ahnung. Das werden wir vielleicht noch rausfinden. Was ich eben nochmal kurz machen werde, ist, ich werde mal eben kurz mir einen Schluck zu trinken genehmigen. Trinken ist sehr wichtig, gerade wenn man krank ist, so wie ich. So wie ich. So, meine Freunde. So. Neuenwaldbergenregion. Jetzt heißt es schon Neuenwaldbergenregion. Oho. So.
mies aus. Ich glaube aber nicht, dass das Gebäude bei denen auch so groß ist. This must be the Crystal Tower. Turn back. Ah! Huh? Terra. Will sie aufmachen oder was? Magitek Armor. Who are you? I don't. Turn back. You must not go any further. What do you mean? Holy! Are you a summoner? Just run! Sie wird allen Anschein nach kontrolliert von irgendjemand anderen. Ich würde sagen, wir versuchen mal, sie zu besiegen. Hier kommt mal ein Flare-Star für euch. Zack. Oh, beide resistent. Wie scheiße ist das denn? Alter. Das hat aber ganz schön reingehauen. Fertig gehalten. Leichter Nebel. Ja, mit dem Flare-Star können wir nicht weitermachen. Boah, ey, der Roboter haut ja richtig heftig rein. Den müssen wir unbedingt down kriegen. Ich glaube, mit Rain sollten wir beim nächsten Moment gleich nochmal heilen. Bevor da gleich ein heftiger Angriff kommt. Alter. Die hauen aber echt heftig rein. So, sie kippt gleich mit ihrem Stapel um. Fertigkeiten. Flairstar ist noch nicht so weit. So, ihr Stapel ist so umgekippt. Wir werden hier nochmal heilen. Und dann gibt es nochmal einen Flairstar. Alter. Krass, sie haut am meisten raus, diese Terra. Am meisten Damage. Aber jetzt ist sie auch K.O. Oh oh. Oh weia. Krass, war nicht so heftig, wie ich gedacht hätte. Ich hätte echt mehr davon erwartet. Und ich will gerne ihn nochmal analysieren. Manduin heißt der, ne? Manduin, okay. Diese Mirage kann nicht eingefangen werden, okay. Ist eine L, ist noch nicht mal eine XL. Fertigkeiten versuchen wir mal. Ah, wobei, bei ihr lassen wir es mal lieber. Aber bei ihm können wir gleich nochmal was anderes ausprobieren. Und zwar Blitzga. Blitzra. Hm. Auch resistent. Der scheint resistent gegen alle Elemente zu sein. Hätte ich eigentlich eben auch nochmal gucken können. Ne? Na, egal. So, wir heilen uns nochmal lieber. Auf Nummer sicher. Weil er schon wieder ziemlich down ist. Der Lan. Los, rauf da, bevor der Stapel umkippt. Das wäre bitter. Boah, schöner Volltreffer. Und jetzt? Haben wir's. Stark. Das gibt bestimmt viel Erfahrung. 56.606. Stark. Nun 3.976 Gil. Das ist mit Abstand das, wo wir am meisten Gil bekommen haben bisher. Das ist echt nice. Dude, what was that?
She's okay, just passed out. She's barely even hurt. I guess she's pretty strong. It seemed like she didn't really want to do any of that. Ja, das würde ich auch sagen. If she's okay, we better keep on moving before someone else can attack us. Sure. How dutiful of them to come and tame the Esper in a stroke. A lovely little flourish. All the same, they've merely doomed the last ox to the yoke. Okay, dann haben wir da anscheinend das gemacht, was die Bösen gerne hätten. Also haben wir den in die Karten gespielt. Das ist nicht gut. Boah, die Kristallturm sieht heftig hier aus. It's really different inside too. And I don't see any elevators. Huh, no way. We'll just have to climb up one step at a time. Come on, I know we can do it. Yeah, easy. Says the fox hitching a ride. Abgesehen davon könnte sie auch einfach fliegen oder könnte es auch einfach fliegen. Was sind das hier für Kristalle? Was machen die? Kann man nicht mal ansprechen, okay. Komisch, mysteriös. So, was wir nochmal machen können, ist, wir können unsere Heldenembleme austauschen bzw. bearbeiten. Ich nehme mal für den Krieger des Lichts, nehme ich mal Cloud rein. Fügt einem Gegner physischen Schaden zu. Ignoriert Abwehr. Erhöht Stärke der Gruppe. Okay, das ist sehr gut. Und er fügt allen Gegnern magischen Eisschaden zu. Ignoriert Abwehr. Erhöht Abwehr der Gruppe. Okay. Fügt einem Gegner magischen Schaden zu. Ignoriert Abwehr. Erhöht Magieangriff der Gruppe. Fügt einem Gegner physischen Schaden zu. Ignoriert Abwehr. Erhöht Ausweichwert der Gruppe. Fügt einem Gegner magischen Eisschaden zu und verursacht Amnesie. Ignoriert Abwehr, erhöht Magieabwehr der Gruppe. Okay. Fügt einem Gegner physischen Schaden zu. Ignoriert Abwehr, erhöht Präzision und Ausweichenwert der Gruppe. Okay. Heilt TP der Gruppe und hebt Zustandsveränderungen auf. Entfernt positive Statuseffekte aller Gegner. Oh. Das ist gut. Ich würde sagen, die ersetzt auf jeden Fall Refia. Die Shelk. Weil Refia heilt ja nur. Warte mal, Refia. Wie war das bei Refia nochmal? Heilt TP der Gruppe, hebt alle Zustandsveränderungen auf und heilt Betäubung. Okay. Ja, gut, ist ähnlich wie Shelk. Shelk heilt TP der Gruppe und hebt alle Zustandsveränderungen auf. Entfernt positive Statuseffekte aller Gegner. Das ist aber noch ein bisschen besser, finde ich. Deswegen lasse ich das auch so. Und Snow, ja, ne, lassen wir auch mal drin. Oder haben wir noch irgendein Heldenemblem, was 2 Sterne hat? Ach so, benötigte Energie. Sieh mal an. Hier, bei Omnischlag von Cloud brauchen wir 2 Sterne Energie. Okay, das ist also nicht ganz so cool. Man könnte auch hier bei Lightning, würde man auch 2 Sterne Energie verbrauchen. Naja. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal so. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.